Frauenseele, Frauenkörper. Dein Podcast für mehr Gelassenheit in Übergängen. Wer oder was hilft mir, wenn es große Veränderungen in meinem Leben gibt? Krisen oder schwere Zeiten? Wenn du dich das auch manchmal fragst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast bekommst du Informationen und Impulse, um zu verstehen, was gerade mit dir passiert. So wirst du ruhiger und kannst dein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen. Die Impulse hierfür bekommst du von Expertinnen oder von Frauen, die hier ihre besonderen Erfahrungen mit uns teilen. Und du bekommst sie von mir. Mein Name ist Petra Drachenberg. Ich bin tiefenpsychologische Kunsttherapeutin, Fachbegleiterin für Psychotrauma und Expertin für Frauenleben mit Praxis in Berlin. Wenn du mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtest, dann hör gerne in die ersten Folgen rein. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Freude mit einer neuen Folge von Frauenseele, Frauenkörper. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Sich einander zumuten in der Trauer. Dies ist der zweite Teil eines Gespräches, das ich mit Daniela Berg geführt habe, der Autorin des Buches Begreifen, was nicht ist, in dem sie geschrieben hat über den Tod ihrer Tochter Marlene. Die Marlene war 15 Jahre alt und hatte eine sehr schwere und seltene Krebserkrankung und ist innerhalb eines halben Jahres daran gestorben. Und es gibt einen ersten Teil. Wenn du die gesamte Geschichte mitverfolgen möchtest, dann rate ich dir, den ersten Teil erstmal anzuhören. Dann kannst du manche Sachen jetzt hier vielleicht besser verstehen oder es ergibt sich so eine logische Folge. Wenn du aber sagst, dir geht es ganz allgemein gar nicht um die eine Geschichte, sondern eher allgemein geht es dir um Trauer und die Themen, die damit zusammenhängen, dann kannst du die Folge auch so verstehen. Ich gebe eine kleine Einleitung und danach kommen wir ins Gespräch. Die Themen, die jetzt hier auch in diesem Podcast nochmal zum Gespräch werden, sind auch sowas zum Beispiel wie Männer und Trauer, also dass Paare möglicherweise oder nicht möglicherweise, sondern ganz sicher auch unterschiedlich trauern. Das höre ich immer wieder und dass es auch eine Irritation ist und manchmal auch eine Zumutung von beiden Seiten und wie wichtig das ist, sich eben auch zu lassen und sich da vielleicht auch zu vertrauen. Also das ist ein Thema, aber auch sowas wie, dass Daniela sagt, Glück und Trauer schließen sich nicht aus. Also sich auch zu trauen, und zwar Glück und Trauer schließen sich nicht aus, sogar womöglich zur gleichen Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht kurz danach, aber im späteren Leben zu sagen, es kann in der einen Minute ganz, ganz traurig sein, wenn ich gerade auf dem Friedhof war und in der nächsten Minute passiert mir irgendwas ja, überraschend Glückliches und dann kann ich das auch wahrnehmen. Also darum geht es auch, sich trauen, wieder glücklich zu sein oder das auch mit in sein Leben zu nehmen. Aber ihr versteht mich richtig, nicht als Anweisung oder Empfehlung, sondern einfach die ganze Breite der Gefühle auch zu sehen. Und ihr erfahrt auch in diesem Gespräch etwas darüber, das habe ich, glaube ich, in dem anderen auch schon angekündigt, was Daniela beruflich macht. Daniela Berg ist Supervisorin, aber eben auch freie Theologin. Und sie erzählt uns einfach, was eine freie Theologin überhaupt ist, wie man da hinkommt, wie es sich vielleicht unterscheidet oder wie ich gehört habe, manchmal gar nicht so unterscheidet, zu freien Rednern oder Rednerinnen oder auch zu Pfarrern und Pfarrerinnen. Also darüber erfährst du was, denn sie selber hat eben natürlich auch mit den Themen zu tun, aber eben deutlich über dem, also über Trauer und Beerdigung und Tod hinaus, ne? Sondern eben in den wichtigen Lebensübergängen ist sie ja auch dabei. Darüber erfährst du etwas, ja, und wir sprechen nachher nochmal ganz allgemein darüber, was Daniela wichtig ist an diesem ganzen Thema, was sie anderen mitgeben möchte dabei. Ja, und jetzt geht's los. Ich will noch einen kurzen Einschub machen. Ich habe nach der letzten Folge eine Nachricht bekommen von einer Frau, die sagte, ihr habt euch ja darüber unterhalten, wie wichtig das ist, dass man den verstorbenen Menschen noch man ganz lange auch zu Hause behalten darf, also einen Tag, zum Beispiel 24 Stunden. Ich glaube, man darf sogar länger. Das hängt ja auch mal ein bisschen vom Wetter ab, aber und hat mich dann gefragt, ist das denn auch möglich beim plötzlichen Kindstod? Und da musste ich erstmal recherchieren,
Und tatsächlich ist es so, dass das die Ausnahme ist. Also man wird ja normalerweise als Eltern dann den Notarzt rufen, der entweder noch reanimiert oder den Tod feststellt. Und dann sind die verpflichtet, und das ist auch so ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, aber sie sind verpflichtet auf alle Fälle bei Kindern, wenn man jetzt nicht sieht, woran es liegt, also wenn es keine klare, erkennbare Ursache gibt, die Polizei dazu zu holen. Und da ist es mit Sicherheit auch etwas eingeschränkt. Die Möglichkeiten, auch da kann man Abschied nehmen, aber mit Sicherheit nicht so lange. Und ja, ich will da gar nicht vertieft drauf eingehen, aber das wird wahrscheinlich die Ausnahme von der Regel sein, weil es eben darum geht, auszuschließen, dass, wenn Eltern schuld sind, also tatsächlich ihr Kind vielleicht misshandelt oder vernachlässigt haben, dass man dem auf alle Fälle auf die Spur kommen möchte, was ja bei plötzlichem Kindstod überhaupt nicht der Fall ist. Da hat ja keiner Schuld. Das ist ja auch heute noch recht unerklärlich. Aber dennoch sind sie eben verpflichtet, dann die Ärzte, die Polizei dazu zu holen. Und da ist die Möglichkeit, länger Abschied zu nehmen, denn doch eingeschränkt. So, darüber wollte ich euch aber trotzdem nochmal aufklären und dass das da nicht so im Raum stehen bleibt und einfach eine falsche Info dabei ist. Und jetzt starten wir einfach rein in den zweiten Teil des Gespräches mit Daniela Berg. Und auch diesmal wünsche ich dir gute Impulse beim Hören und hoffe sehr, dass es für dich was Gutes anstößt. Heute im zweiten Teil des Interviews mit Daniela Berg, die im ersten Teil mir und uns erzählt hat über das Erleben in der Krankheit der Tochter und eben auch mit dem Tod. Und über Trauer haben wir auch gesprochen und darüber, was hilfreich war, wie sich Eltern auch unterstützen lassen können. Wenn du jetzt heute das erste Mal reinhörst, dann hör dir doch den ersten Teil an, dass du dich dann damit reinnehmen kannst. Und jetzt hier im zweiten Teil würde ich vielleicht noch mal kurz das anreißen. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, da ging es um das Thema Marlene, so hieß deine Tochter, auch lebendig sein zu lassen noch. Mhm. Vielleicht magst du noch mal erzählen von dem Patenkind. Mhm. Also Marlene war ja erst 15 und hatte sich dann aber trotzdem gewünscht, dass sie die Patentante von dem Kind einer Freundin wird. Mhm. Monique war halt in dem Jahr schwanger, Gerda wurde im August geboren und Marlene hat sie auch als Baby noch mal kurz im Arm gehabt und dann starb sie im November und natürlich hat Gerda jetzt keine wirkliche Erinnerung mehr an Marlene, aber die Mama und wahrscheinlich auch der Vater scheinen doch sehr dafür zu sorgen, dass sie in der Familie präsent ist, dass sie da lebendig auch sein darf. Da stehen Fotos in der Wohnung und die gehen mit ihr zum Beispiel auf den Friedhof, der direkt neben dem Kindergarten ist. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Gerda eine sehr lebendige Vorstellung von Marlene hat und ihrer Mama immer mal Dinge erzählt, wo sie ihr begegnet, Marlene in Form eines Engels, wo sie von ihr träumt. Und jetzt ist sie 6 oder wird sie 6 im August oder 7, fängt sie natürlich auch an zu reflektieren, dass es irgendwie komisch ist, dass sie ja eine Patin hat, die gar nicht mehr lebt und findet es auch traurig, aber auch darüber gehen die Eltern dann halt mit ihr ins Gespräch. Ja. Und das finde ich total gut, dass die das machen und finde es auch ganz wichtig. Und so können Kinder lernen, dass der Tod nun mal einfach mit zum Leben gehört und dass es ein Thema ist wie andere Themen auch. Mhm. Und ist die Familie für mich wirklich so ein sehr schönes Beispiel, wie tote, verstorbene Menschen auch ein Teil des Lebens weiterbleiben können. Ne? Ja. Das ist überhaupt was für Trauernde, glaube ich, was ganz Wichtiges ist, dass die über den verstorbenen Menschen reden können. Ja. Vor allen Dingen in der ersten Zeit, aber eben auch noch nach einem Jahr oder nach 2 Jahren eine Freundin von mir, deren Mann vor 2 Jahren ganz plötzlich gestorben ist, die hat dann irgendwann mal gemeint, wieso
erzählt die Freundin XY ganz normal vom Winterurlaub mit ihrem Mann. Und wieso gucken die Leute komisch und es wird eine komische Stimmung, wenn ich von den Erlebnissen mit meinem verstorbenen Mann rede? Und da hat sie total recht, finde ich. Und das ist wirklich was schwer ist für Trauernde auszuhalten, wenn sie das Gefühl haben, der Verstorbene darf nicht mehr sein. Also dieses berühmte Totschweigen, ja. So, ne? Und das ist ja oftmals bloß, das ist ja auch bloß die eigene Unsicherheit, Berührungsängste und so weiter. Ich würde da auch niemanden einen Vorwurf draus machen, aber das habe ich selber erfahren und kriege ich auch immer wieder gesagt, dass es was ganz Wertvolles ist, wenn man über den Verstorbenen sprechen kann. Und das ist ja auch ein sich selber lebendig halten des Verstorbenen, ja. Ne? Dass man sich die Erinnerung wieder immer wieder wachruft, weil es ist ja auch so eine Angst des Vergessens am Anfang, ja. Durchaus da. Ne? Und wenn man da als Freund, Freundin oder auch Familienmitglied sich das einfach anhört oder auch nachfragt, ne? Ja. Zu Geburtstagen des Verstorbenen, einen kurzen Gruß schickt. Ja. Das sind eben so ganz wertvolle kleine Dinge, wo der Angehörige, der Trauernde merkt, ich darf mit diesem Verstorbenen sein, ich darf mit meiner Trauer sein. Also es darf ein Leben mit dem Verstorbenen geben. So. Ja, ja, ja. Da wollte ich sowieso auch noch drauf zu sprechen kommen. Was würdest du denn sagen, weil ich eben dieses Totschweigen, ne, und nicht darüber sprechen, dem Ausweichen. Ich finde es ja faszinierend, dass es heute immer noch so ein großes Tabu ist. Aber ist ja aus Angst, dass man irgendwie die Menschen verletzt oder dass die irgendwas von mir erwarten, was ich ihnen, ne, ich kann ihnen keinen Trost anbieten. Sie sind untröstlich. Gibt es denn aus deiner Sicht wirklich Sachen, die Menschen besser unterlassen sollten? Also was sind No-Gos im, sozusagen im Umgang mit Eltern, vielleicht mit schwerkranken Kindern oder sogar sterbenden Kindern? Und was sind No-Gos im Umgang mit Trauernden? Fällt dir dazu was ein aus deinem eigenen Erleben oder vielleicht auch aus deiner Profession? Also so dieser berühmte Spruch, das Leben muss weitergehen zum Beispiel, ja. Ist was, wo ich denke, da kann man gut drauf verzichten, ja, weil das weiß ja der Trauernde auch, beziehungsweise ist ja die Frage, wieso muss denn das Leben weitergehen, ja, also die Option, sich das Leben zu nehmen und dem Verstorbenen zu folgen, die gibt es ja durchaus auch, also das ist einfach ein blöder Spruch, der einen auch so unter Druck setzt und der auch das nicht richtig ernst nimmt, was da passiert ist. Überhaupt denke ich, alles, was die Trauer klein machen will, was die schmälern will. Also es gibt auch Eltern, die reagieren ganz empfindlich drauf, wenn man denen ein schönes Wochenende wünscht zum Beispiel. Ja? Weil man natürlich als trauernde Mutter nie wieder ein schönes Wochenende haben wird. Mir ging das nie so. Also so weit würde ich niemals gehen, weil ich das auch nicht so denke, ja, dass ich nie wieder ein schönes Wochenende oder überhaupt ein schönes Leben haben werde. Und ich war da auch generell nie so streng mit meinem Umfeld, sondern bin eben immer von mir ausgegangen, wie ich in der Situation wohl wäre und konnte das schon verstehen mit den Berührungsängsten und der Unsicherheit. Also ich glaube, am ehesten würde ich das nochmal bekräftigen, dass das Schlimmste eigentlich das Totschweigen ist. Ja. Und dann vielleicht auch ein falsches Verständnis von richtig machen müssen. Ich habe da gerade das letzte Woche in der Kita gerade wieder den Erzieherinnen versucht, auch so nahe zu bringen. Eigentlich kann nur der Trauernde selbst wissen, was für ihn richtig oder falsch ist. Ich kann das als Außenstehender überhaupt nicht wissen. Und von daher ist das Beste, was ich machen kann, ihn zu fragen, ja, allgemein oder auch konkret in der Situation. Das heißt aber, ich muss überhaupt gar nichts wissen, sondern was gut ist und was hilfreich ist, ist in Beziehung gehen, in Kontakt gehen und dann mitzuschwingen oder eben direkt zu fragen. Und ich glaube, von Jörg Zink, da gibt es so einen ganz tollen Text,
übers Trösten und wo er sagt, beim Trost oder beim Trösten geht es eben nicht darum, irgendwas wegzunehmen oder was kleiner zu machen, sondern er beschreibt da so das Bild von einem trauernden Menschen, der in so einem Meer unterwegs ist und die Wellen schlagen über seinem Kopf zusammen und derjenige, der Trost spendet, der begibt sich mit dem Trauernden in dieses Meer und kann dann für einen Moment mal so einen Halt geben oder so eine Insel sein. Also es geht um das Dasein, um das Begleiten, um das Zuhören, immer wieder ganz viel zuhören und auch bereit zu sein, sich nach einem Jahr immer wieder noch die gleichen Sachen anzuhören, weil, wie gesagt, da geht es darum, das auch lebendig zu halten, die Erinnerung lebendig zu halten. Und dann kann man, finde ich, ja nicht so viel falsch machen. Also es gab eine Situation auch, wo ich mich sehr geärgert habe über eine Karte, die ich bekommen habe, wo ein Spruch drauf stand, über den ich mich sehr geärgert habe, weil ich die einfach total unpassend fand. Ja. Aber das war dann im ersten Moment, war dann da so ein Ärger da. Und im Nachhinein konnte ich aber auch da sagen, die Frau hat es gut gemeint. Ne? Die hat nach ihren besten Möglichkeiten und hat sich Gedanken gemacht. Und passt da jetzt nicht für mich, aber da kann ich ihr eigentlich keinen Vorwurf draus machen. Ne? Also ich denke auch, klar, ich finde zum Beispiel dieses Wort, ne, mein herzliches Beileid, das, da denke ich immer, am besten sagt man gar nichts. Auf der anderen Seite habe ich das mittlerweile schätzen gelernt, weil es ist zumindest ein Umgang zu sagen, Beileid, seltsames Wort, ne? Klar, Mitgefühl hat man auch gar nicht unbedingt immer, weil ich weiß, ich nehme das wahr, ja, also und denn es ist eine Herausforderung. Also wenn man wirklich die Person gekannt hat, ist meiner Auffassung nach ein ganz großes Geschenk. Das machen wir eigentlich mittlerweile immer. Leider ist es ja mit steigendem Alter so, dass auch immer mehr Menschen, ne, auch jetzt, ich bin Mitte 50, durchaus auch im Freundeskreis gehen, durch Krankheit oder so. Und dann wirklich auch einen Brief zu schreiben und zum Beispiel, wenn man noch Bilder hat, mit reinzulegen. Ja, genau. Oder einfach ein schönes Erlebnis aufzuschreiben oder einfach aufzuschreiben, was man so besonders geschätzt hat an der Person. Das ist sozusagen, das ist ein ganz großer Trost, ein ganz großes Geschenk. Ne? Also wenn es sowas gibt, das dann zu machen. Und ansonsten ist eben auch eher mein Eindruck, nichts zu machen. Also klar, wenn ich jetzt weit entfernt bin, ist es vielleicht auch besser, nichts zu machen, als irgendwie was Klischeehaftes. Aber wenn ich einigermaßen so einen Kontakt habe, dann denke ich, ist es gut, was zu tun, auch auf die Gefahr hin, dass die Person sagt, das hättest du dir auch schenken können. Und so ganz praktische Dinge. Also ich finde, das ist auch so bei, wie eigentlich, ich habe sowieso meiner Erfahrung nach jetzt, würde ich sagen, dass geboren werden und sterben und Geburt und Tod und diese ganzen Übergänge, da ähnelt sich ganz schön viel. Ja. Und was braucht man danach? Zum Beispiel, dass einmal jemand was zu essen vorbeibringt. Oder ein paar schöne Blumen. Oder eben sagt, ne, was kann ich für dich tun? Und auch wieder anruft und nicht das Gefühl zu haben, ne, wenn die Person gerade nicht sprechen will, geht die sowieso nicht ans Telefon. Ja. Also man sollte sicherlich kein Handy-Terror machen, aber ne, wirklich nicht nachzulassen und eher weniger Sorge haben, da lästig zu sein. Ja. Aber den Blick auf die Trauernde. Eben, was ich so, was sicherlich keine gute Idee ist, ist dann irgendwie in dem Rahmen, je nachdem, wer gerade gestorben ist, ne, zu erzählen, was ich gerade für ein schönes Wochenende mit meinem Mann hatte oder was die Kinder gerade Tolles machen. Es sei denn, es sind Kinder, mit denen Marlene zum Beispiel in eurem Falle, ne, verbunden sind, dann sicherlich wäre das auch gegangen. Aber so ein bisschen Feingefühl, also sich zu überlegen, was könnte jetzt gerade für die Person von Bedeutung sein. Ja. Wir machen jetzt mal den Dreh, weil ich habe schon auch im ersten Teil gesagt, du bist eigentlich eine doppelte und dreifache Expertin für das Thema Übergänge und Krisen und schwere Zeiten. Du bist freie Theologin. Und vielleicht erzählst du uns mal, wie wird man sowas und was sind freie Theologinnen und was machen die und warum sage ich, dass du Expertin bist für Übergänge? Wenn du magst, erzähl mal. Ja, also es ist keine geschützte Berufsbezeichnung, sondern eigentlich kann jeder, der, sage ich jetzt mal, ein Semester Theologie studiert hat oder vielleicht auch gar keins, sich freie Theologin oder freier Theologe nennen,
wird nicht überprüft. In meinem Fall war es so, dass ich evangelische Theologie studiert habe und dann aber mich entschieden habe, nicht für die Kirche zu arbeiten, einfach weil sich im Laufe des Studiums bei mir persönlich so viel verändert hat, weil sich auch die Kirche in der DDR nach der Wende sehr verändert hat und es nicht mehr die Kirche war, in der ich ursprünglich mal hätte arbeiten wollen. Achso, das heißt, du warst in DDR-Zeiten, genau, studiert und wolltest Pfarrerin in der DDR? Nicht ganz. Ich habe meine intensivste Zeit in der Kirche gehabt als in einer jungen Gemeinde. Ja. Und dann war ich 18, war fertig mit dem Abitur. Ich fing an, Theologie zu studieren und mit der Wende war das dann plötzlich ja nicht mehr die Kirche, die ich vorher kannte. Und zusammen mit den persönlichen Veränderungen habe ich dann jedenfalls da in der Kirche nicht mehr meine geistige Heimat gesehen und konnte mir auch nicht vorstellen, die Kirche als Arbeitgeber zu haben. Bin da ganz ohne Groll dann irgendwann auch aus der Kirche ausgeschieden. Es ist einfach nicht mehr mein Feld gewesen. Es passte nicht mehr zu meinem Leben. Ja. Und dann ist ja die Frage, was macht man mit so einem tollen geisteswissenschaftlichen Studium? Ja. Und dann erfuhr ich über einen ehemaligen Kommilitonen, dass es sowas gibt wie freie Theologen. Und vom Prinzip ist nicht festgelegt, was die machen, sondern es heißt einfach nur, dass das Theologen sind, die unabhängig von der Kirche agieren, unterwegs sind. Und ein Großteil von denen, die sich freie Theologen nennen, die bieten Zeremonien und Rituale in Alternative zu den kirchlichen Angeboten an. Also zu den großen Übergängen im Leben wie Geburt, Hochzeit und Tod. Da gibt es dann eben Segensfeiern für Kinder, freie Trauung, Trauerfeiern. Aber auch zu Ehejubiläen oder es gibt auch Kollegen, die haben sich sogar so ein Stück weit spezialisiert auf Übergangsrituale für Jugendliche. Und die Idee ist, und an der Stelle kam mir das freie Theologensein so sehr auch entgegen, dass man zwar nicht unbedingt in der Kirche mehr sein möchte, aber trotzdem der Wunsch besteht nach einer in irgendeiner Form Spiritualität, die auch ihren Ausdruck findet, eben gerade zu diesen großen Ereignissen im Leben. Also es war zum Beispiel so, dass wir Marlene, als sie dann klein war, ganz bewusst nicht getauft haben, weil wir sie auch nicht in die Kirche hineintaufen wollten sozusagen. Und aber klar war, wir wollen irgendein Fest auch machen, wo die Paten offiziell in ihr Amt eingesetzt werden und wo ihr Lebensweg gesegnet wird. Das haben wir dann gemacht, als sie anderthalb war. Da war ich noch mitten im Studium. Und von daher war das dann interessant, Jahre später zu erfahren, es gibt sowas wie freie Theologen, die machen das von Berufswegen. Was habt ihr denn gemacht damals bei Marlene? Dann selber ein Fest gestaltet? Genau. Wir haben dann eben auch so eine kleine Zeremonie gemacht, wo die vier Elemente eine ganz große Rolle spielten und Wünsche auf ihren Lebensweg. So. Und dann... Also du bist dann wieder drauf zurückgekommen. Ich bin dann wieder drauf zurückgekommen und habe mich erinnert, ja klar, wenn mir das so geht, dann gibt es sicherlich auch noch andere Menschen, die eben nicht mehr in der Kirche sind und trotzdem sich fragen, was mache ich denn, wenn ein Kind geboren wird, wenn ich heirate und ich will halt nicht nur zum Standesamt gehen. Ne? Ja. Und da kann man dann eben freie Theologen kontaktieren. Mittlerweile gibt es auch ganz viele freie Redner, die dann eben einen anderen beruflichen Hintergrund haben, die das auch anbieten. Und das da ist dann... Darf ich dich mal reinfragen, weil ich denke, das ist genau interessant zu gucken, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemanden suche, sagen wir mal, für eine Beerdigung. Was ist denn da der Unterschied zwischen einer, also bei einer freien Theologin, Theologie ist ja die Lehre von Gott, oder ne, wenn man es so übersetzt, also es hat ja dann, ist es sozusagen, was ist der Unterschied zwischen einer freien Theologin oder einem Theologen und einer freien Rednerin oder keine Ahnung, die heißen ja dann auch Ritual, weiß ich nicht, Leiterin oder es gibt ja so Begriffe auch. Zeremonien. Aber gerade insbesondere, wo soll ich mich dann da orientieren oder was ist für wen gut? Hast du da einen Tipp? Also man kann es tatsächlich gar nicht so klar trennen, ne? Weil es gibt sicherlich auch freie Redner, die einen religiösen oder spirituellen Hintergrund haben und die dann vom Prinzip auch das mit den Paaren ähnlich gestalten können wie ein freier Theologe. Ich kann nur sagen, dass mich Paare oder Angehörige jetzt im Trauerfall
oftmals kontaktieren mit Blick auf mein Theologinnensein, weil da doch noch irgend so ein Bezug ist und sei es ein ganz entfernter zur Kirche oder zur Religion. Aber auch ein freier Theologe kann eine ganz weltliche Zeremonie gestalten und auch ein freier Redner kann eine Zeremonie gestalten, in der religiöse Elemente vorkommen. Also so klar lässt sich das gar nicht trennen. Also der Unterschied ist in erster Linie, dass freie Redner kein Theologiestudium als Abschluss haben, sondern halt irgendwas anderes. Ne? Ja, die sind wahrscheinlich dann sozusagen irgendwelche anderen Ausbildungen. Oder es ist ihnen vielleicht wichtig, sich davon so stark zu abzugrenzen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch freie Redner, die nicht freie Theologen sind. Also die Theologie studiert haben, aber das nicht mehr als Namensbegriff. Ja. Ich würde mich wahrscheinlich sowieso immer orientieren danach, was ist das für eine Person, wie gefällt mir die. Ne? Das ist genauso wie wenn ich eine Therapeutin oder einen Therapeuten suche. Also ganz doll aufs Bauchgefühl hören und gucken. Was machst du denn jetzt ganz speziell, also als freie Theologin, was sind so deine Felder oder wofür bist du angefragt? Ich muss dazu sagen, dass ich viel weniger mittlerweile als freie Theologin arbeite, weil sich der ganze Bereich von Supervision und Coaching und Erwachsenenbildung halt so ausgeweitet hat. Ja. Aber wenn, dann mache ich eben jetzt noch Hochzeiten, also freie Trauungen und Trauerfeiern. Und das ist aber sehr unterschiedlich, wie viel das ist, weil natürlich nicht jeder jetzt zum Beispiel bei einem Trauerfall auf die Idee kommt, denn da eine Internetrecherche zu machen. Ja. Es läuft da viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Zum Teil Leute, die, kennen und Leute, die mich kennen, manchmal auch Leute, die mich auf einer Hochzeit erlebt haben oder die Brautpaare, die dann später kommen und ihr für ihr Kind eine Feier, eine Segensfeier noch machen lassen und dann nochmal 5 Jahre später die Oma beerdigen lassen oder so. Also es gibt schon auch Familien, die ich so über mehrere Jahre da begleite. Und genau, also ich habe da, ich habe eine Internetseite, wenn man jetzt freie Theologin oder freie Rednerin Potsdam eingibt, dann würde man mich höchstwahrscheinlich finden. Also deine Daten werde ich sowieso auch mit reinnehmen, ne? Also auch deine Homepage und da sieht man ja dann alles weitere. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel Arbeit ist, wenn es auch so zugeschnitten ist und so persönlich, ne? Da, also sowohl eine Beerdigung als auch eine Hochzeit oder egal, was auch immer, dass es wahrscheinlich auch im Verhältnis trotzdem ordentlich Geld kostet, weil du hast ja sehr viel Zeit. Ne? Und das ist sicherlich auch nochmal so eine Sache, wo manche Leute erstmal zurückschrecken und sagen, wollen wir, da können wir uns das leisten. Ne? Aber ich denke, wenn man sich mal überlegt, was da eben für was es dann Persönliches ist und wie genau das also vorbereitet wird, dann ist es wahrscheinlich ja, jeden Cent und jeden Euro auch auf alle Fälle wert. Und du bist auch Supervisorin, das heißt, das hast du hinterher dann, du hast ja im ersten Teil schon erzählt, dass du die Ausbildung gerade gestartet hattest, als Marlene krank wurde. Ne? Genau, 2011 im Herbst habe ich damit angefangen. Und was machst du denn in dem Bereich? Bist du da auch irgendwie spezialisiert oder magst du darüber ein bisschen was erzählen, was du für eine Ausbildung da gemacht hast? Also ganz überwiegend kann man sagen, bin ich im sozialen Bereich tätig. Ne? Da gibt es ja in Potsdam mehr als genug Jugendhilfeträger oder überhaupt Träger für soziale Einrichtungen. Und da radle ich dann mit meinem Fahrrad von einem Team zum anderen oder die kommen halt in mein Büro. Beginnend mit dem, oder sagen wir mal, schon auch resultierend aus der Situation mit Marlene und dem anschließenden Trauergespräch, hat sich so ein bisschen als ein Schwerpunkt herauskristallisiert, so eine Verbindung von Supervision und Trauerbegleitung. Also zum Beispiel in Kitas zu gehen, wo es einen Todesfall gibt, sei es jetzt das Kind oder sei es der Vater eines Kindes, und da mit den Erzieherinnen dazu zu arbeiten, wie sie denn jetzt mit der Situation umgehen sollen. Ne? Ja. Die dann auch so eine bestimmte Vorstellung haben, was gehört zu einem professionellen Umgang damit oder ganz viel geht es dann auch darum, dass die plötzlich an eigene Ängste kommen und so weiter. Der ganze Bereich von Hospizarbeit, da mische ich auch so ein bisschen mit. Also ich habe beim Hospizdienst in Potsdam auch vor
einigen Jahren dann eine Trauergruppe für verwaiste Eltern mit auf den Weg gebracht, habe da mit der einen Kollegin zusammen so ein Konzept entwickelt und das dann ein Jahr gemacht. Dann haben das die Kolleginnen da übernommen. Und das ist so ein Feld, wo ich mich wirklich sehr wohl fühle, muss ich sagen, wo dann meine Profession als Supervisorin, meine Profession als Trauerrednerin, freie Theologin und meine persönlichen Erfahrungen, wenn die so zusammenkommen, dann habe ich das Gefühl, da sehr am richtigen Platz zu sein und da sehr hilfreich zu sein, sag ich mal, weil das nochmal anders ist, wenn da jemand sitzt, der aus eigener Erfahrung spricht und aus eigener Erfahrung so Dinge sagt, wie sie können eigentlich nichts falsch machen. Ne? Mhm. Ist ein Unterschied, als wenn das jemand erzählen würde, der da nur rein das als eine Theorie dann weitergibt. Mhm. Und dann ergeben sich einfach immer mal wieder auch so ganz neue Sachen. Also zum Beispiel werde ich jetzt ab Herbst dann auch Trauerbegleiter für Hospizdienste im Raum Dresden ausbilden. Aha. Und so Sachen. Manchmal gestalte ich Themenabende für Hospizdienste. Es gab eine kleine Kooperation mit der Oberlin-Schule in Potsdam, wo es eben auch darum ging, mit den Lehrerinnen und Erzieherinnen dazu zu arbeiten, wie man denn eigentlich mit Trauer im Alltag und mit den Schülern umgehen kann. Und so verschiedenste Felder, wo dann wirklich diese Bereiche Supervision, Trauerrednerin sein, Trauerbegleitung, wo das schön ineinander fließt und sich gut miteinander ergänzt. So. Es ist schon fast die Antwort auf die Frage, die ich noch hatte, aber vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein. Wie ist dein Berufsfeld oder vielleicht nochmal insgesamt, vielleicht nehme ich es mal als Ganzes, dein Leben geändert hat, diese Erfahrung der Krankheit und des Todes? Also wie hat sich das auf dein Leben danach ausgewirkt, auf dein Privates, auf dein Dienstliches? Mhm. Kannst du dazu nochmal was erzählen? Ja, also ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich mich auch schon vorher von Berufswegen viel mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt hatte. Ich fand es auch immer irgendwie interessant und habe immer gedacht, das ist so ein wichtiger Teil im Leben, da muss man sich eigentlich mit befassen. Aber das blieb ja bis dahin alles nur Theorie. Und die Theorie bekam dann sozusagen eine sehr praktische Unterfütterung durch die Erfahrung, die ich denn da selber gemacht habe, wo sich manches auch nochmal relativiert hat und manches verändert und vieles aber auch bestätigt hat. Und ich bin danach Trauernden einerseits mit einem größeren Respekt begegnet, durch das Wissen, was das für eine große Aufgabe ist, die da zu bewältigen ist. Und auf der anderen Seite aber auch mit weniger Berührungsängsten. Ja. Weil ich einfach auch ja selber erfahren hatte, dass man das überleben kann. Ja? Also der Mensch ist ja durchaus dafür gemacht, auch so eine Katastrophe sozusagen zu überleben. Idealerweise da sogar gestärkt hervorzugehen, ja, posttraumatisches Wachstum und so weiter. Und von daher habe ich gerade im Bereich Trauerfeiern dann das Gefühl gehabt, dass ich dann nochmal ein Stück hilfreicher sein konnte, dadurch, dass jetzt diese praktische Erfahrung mit dazu kam. Und das muss man wahrscheinlich gar nicht großartig aussprechen, die Menschen spüren das. Ja, gut, wenn sie es vielleicht wissen, durch irgendwas auch immer, wenn man dich googelt, kommt man ja auch aufs Buch, ne? Dann ist es sicherlich, also nehmen sie es dir einfach nochmal anders ab. So direkt erzähle ich es tatsächlich auch selten. Ja. Wenn ich als Supervisorin unterwegs bin, dann erzähle ich es in so einen speziellen Fällen wie jetzt Todesfall in der Kita dann schon, weil ich einfach eben merke, die Teilnehmenden nehmen das nochmal anders auf, was ich so sage und glauben mir irgendwie mehr oder ich glaube, wichtig ist auch für die dann zu erleben, na, die sitzt ja noch da und ist gut beieinander und die hat es also auch geschafft, also können wir das auch der Mutter, die da demnächst irgendwie mit uns Kontakt haben wird, anders gegenübertreten, so, ne? Und genau. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, wir sind einmal ziemlich durch.
Du hattest ja noch gefragt, also das war jetzt so, ne? Das Berufliche, mhm, und wie sich das sonst auf mein Leben ausgewirkt hat. Ich habe neulich, gerade gestern oder so, festgestellt, ich glaube, ich bin unheimlich langsam geworden. Ja. Also es ist mir unheimlich wichtig geworden, Dinge in meinem Tempo tun zu können. Mhm. Ich kann dir gar nicht direkt sagen, wie das jetzt mit dem Trauerprozess zusammenhängt, aber ich glaube, es hängt insofern damit zusammen, dass ich da so sehr versucht habe, immer gut auf mich zu achten. Ja. Und eben, habe ich ja schon gesagt, Selbstfürsorge und so weiter. Und immer auch geguckt habe, dass mir Dinge nicht zu viel werden. Ne? Ja. Und mir werden Dinge schnell zu viel, wenn sie einfach nicht in meinem Tempo sind. Ja. Und das ist so ein Bereich. Und so ein langsamer in der Welt unterwegs zu sein, führt natürlich generell zu einem anderen Leben, ja, und zu einer anderen, ja, Wahrnehmung. Und ja, man spürt mehr, ne? Das passt ja auch, genau, in den allgemeinen Trend zur Achtsamkeit. Mhm. Das klingt ja manchmal so oberflächlich, aber ich könnte mir eben, oder ich weiß auch im Kontakt mit dem Tod, dass man dann einfach viel mehr spürt, dass man selber lebt. Mhm. Ja. Also schade, dass wir dieses immer nur so sehr stark wahrnehmen, mhm, wenn gerade mal wieder jemand gestorben ist, wo du gesagt hast, ach, mhm, Mensch, ne? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Das war nicht mit irgendwie 95 glücklich im Bett gestorben. Also ne, dieses, mhm, Bewusstsein dafür. Und vielleicht hast du wirklich in dem Rahmen auch dein Tempo nochmal auf andere Art und Weise, mhm, einfach so auch gelernt zu leben. Sonst, ja, hättest du das wahrscheinlich auch nicht überlebt. Mhm. Ja. Ja, genau. Also ohne einen guten Blick auf mich selber, denke ich, ne, mhm, wär das zumindest sehr viel schwieriger geworden. Und ich habe immer sehr darauf geachtet, der Trauer da wirklich auch genug Raum zu geben. Ja. Ich hatte immer großen Respekt, da was zu versäumen oder zu verdrängen und dann, dass mir das hinterher auf die Füße fallen würde. Deshalb habe ich dem sehr Raum gegeben und was war für mich klar, das ist jetzt meine Aufgabe, darum geht es jetzt, mhm, die zu bewältigen. Ja. Und ja, und ich glaube, ich bin auch irgendwie dankbarer geworden für das, was ich habe und habe nochmal einen völlig anderen Begriff auch von Glück bekommen zum, ja, Beispiel, ja, und das tatsächlich, und ich glaube, das ist was ich in der Theorie so nicht hätte sagen können und dann aber in der praktischen Erfahrung, also aus der praktischen Erfahrung heraus jetzt so sagen würde, dass sich zum Beispiel eben Trauer und Glück nicht ausschließen müssen. Ja. Also insgesamt gibt es viel weniger entweder oder in meinem Leben, sondern, mhm, viel mehr sowohl als auch, ja, was das Nebeneinander von Gefühlen angeht, was das Nebeneinander von ganz unterschiedlichen Sichtweisen auch angeht, ja, alles in meiner Person drinne. Und da habe ich gelernt, das als alles so als Schätze und als Ressourcen zu nehmen und mich, mhm, nicht die ganze Zeit dazu zu zwingen, mich jetzt halt entscheiden zu müssen. Ne? Ja, das, mhm, ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil Trauer ist ja auch so ein wilder Prozess und da sind ja, also bei den, ne, wenn die Gefühle kommen, mhm, kommt ja alles. Genau. Freude auf einmal oder ich habe als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich auch wirklich völlig überrascht, dass zum Beispiel, dass es eine Reaktion gibt, wo die Trauernden manchmal selber ganz irritiert sind, beispielsweise, dass manche Menschen einfach dann auf einmal so ganz doll Lust auf Sex kriegen. Hm. Also, als ob der, weiß ich, hm, nicht, der Körper oder das Leben sagt, so jetzt neu, hm, ne? Genau. Neu starten, mhm, bis hin eben zu nicht mehr leben wollen und, hm, und irgendwo, hm, dazwischen passiert das und das ist sicherlich eine große Spanne, wo es eben gut ist, gut für sich zu sorgen, ja, und das auch auf alle Fälle einfach alles als, also sich darauf vorzubereiten, dass mit dem Tod auf alle Fälle nicht alles vorbei ist, sondern dann, hm, beginnt eigentlich ziemlich viel Arbeit noch und das ist eben nicht nach Lehrbuch, ne? Ja. Sondern und wird einfach das Leben lang begleiten, so ist es eben einfach. Hm. Ne? Hm. Und gibt es noch, hast du noch vielleicht einen Ratschlag oder einen Tipp für Frauen, was ihre Männer betrifft? Ich höre das so häufig, hm, dass man sagt, die Männer trauern anders, hm, oder die Frauen können gar nicht damit umgehen, dass die sich so verbuddeln oder so, mhm, schweigen oder dann, mhm, so irgendwas machen. Mhm. Hast du noch eine Idee oder auch, mhm, so vielleicht als Profi, wenn es bei euch gar nicht so war, mhm,
wie man so Männer mit reinholen kann oder einladen kann, da auch, auch hilfreich für ihre Frau zu sein, also dass die Beziehung da auch nicht dran zerbricht. Ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube, am meisten ist allen gedient, wenn man sich lassen kann, in dem, wie man ist, in dem, wie man trauert. Und dann finde ich auch wichtig, sich einander zuzumuten. Also wenn beide irgendwie denken, also vor dem anderen weine ich nicht, dann bleibt jeder sehr für sich alleine und einsam mit seiner Trauer. Aber es ist ja irgendwie doch schöner, wenn man zusammen weint. Also fand ich immer, ne, auch wenn es dann manchmal erstmal noch tiefer reingeht, aber das mitzukriegen. Aber wenn das nicht geht, weil der Mann eben vielleicht tatsächlich einen ganz anderen Umgang damit hat und sich nicht eben vor mir weint, dann eben trotzdem davon auszugehen, dass der das macht, so wie es für ihn gut ist. Ne? Ja. Da nicht zu drängeln, da nicht irgendwie was zu erwarten. Ja. Ich finde auch wichtig, sich zu trauen, einfach weiter zu leben und zu lieben. Also sich zu trauen, glücklich zu sein, ist, glaube ich, wichtig. Das erlebe ich ja auch immer wieder, gerade wenn dann noch so ein bisschen das Schuldthema irgendwie reinkommt, dass manche Eltern sich so jegliche Freude im Leben von da an verbieten, weil sie der Meinung sind, wenn mein Kind jetzt nicht mehr am Leben ist und keine Freude mehr haben darf, dann darf ich das auch nicht. Also so ein Stück Selbstbestrafung. Wenn man da tiefer und genauer hinguckt, hat das alles seinen Sinn, ja? Macht es für jeden Einzelnen in seiner Welt denn durchaus Sinn und erfüllt eine Funktion? Aber natürlich ist der Familie am meisten damit gedient, wenn jeder gut für sich sorgt und man zusammen guckt, wie können wir denn miteinander auch weiter schöne Dinge erleben. Ne? Ja, und oft ist es ja so, Männer sind ja so handlungsorientiert und wollen dann, also und haben so auch so die Funktion häufiger irgendwie jetzt hier alles so aufrecht zu erhalten und das ist ja auch wichtig. Ne? Das ist ja auch wichtig und ich finde eben auch wichtig zu wissen für die Frauen, die dann gerade bei Kindsverlust oder Fehlgeburt oder sowas, wirklich davon ausgehen, die trauern auch. Ja. Aber sie trauern eben anders. Und das ist in keiner Weise herzlos oder sowas, sondern sicherlich kann man versuchen, drüber zu sprechen, aber wenn es dann nicht geht, wirklich auch, auch zu sehen, was er dann tut und sei es zu sagen, Schatz, lass uns mal essen gehen oder was auch immer. Das auch als Weg zu sehen, dass er sich irgendwie, dass er wieder auch Boden unter die Füße kriegt ne? und eben die praktischen Dinge macht und das einfach gegenseitig aneinander zu schätzen. Das ist sicherlich noch ein wichtiger Punkt. Also ich würde noch kurz ergänzen, weil du es gerade mit dem Praktischen sagst, das hat bei uns wirklich auch so schön funktioniert. Ich hatte dann so eine konkrete Idee im Kopf, da so einen Übergangsgrabstein sozusagen, wie der denn auszusehen hat und habe dann da meine Skizze gemacht und dann hat mein Mann sich eben hingesetzt und hat es umgesetzt, ne? So mit einem alten übrig gebliebenen Stück Holz aus unserer Küchenarbeitsplatte, also auch was ganz Alltägliches sozusagen und so, da kann man, glaube ich, Männer auch gut abholen, ne? Wenn man die einfach ganz konkret bittet, was zu gestalten, was handwerklich zu machen. Und ich glaube, Angehörige, also weiter entfernte Angehörige und Freunde tun total gut daran, wenn sie das eben, was du gerade gesagt hast, im Kopf haben, dass Männer auch trauern, dass die genauso trauern und wenn dann man dem Mann begegnet, eben nicht die erste Frage ist, wie geht's denn deiner Frau, sondern wie geht's denn dir, ne? Wie geht's denn dir? Und nicht davon auszugehen, er ist der Ernährer und du musst ja irgendwie die Familie aufrechterhalten und du musst stark sein oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Sondern dem genauso die Möglichkeit zu geben, über seine Trauer zu sprechen, wenn er das möchte und wenn nicht, dann nicht. Aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Sie da auch ernst zu nehmen, ne? Denn das ist ja völlig absurd, warum soll eine Mutter tiefer trauern als ein Vater? Ne? Das ist ja sozusagen in beiden Fällen der schlimmstmögliche Moment im Leben eingetreten. Und das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis, ne? Wirklich zu sagen, wie geht's dir?
Und vielleicht, wenn ein Mann das einen anderen Mann fragt, auch so in der richtigen Haltung, im richtigen Moment, kann es auch nochmal was lösen. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, auch nochmal einen wichtigen Hinweis. Ja, wir haben jetzt eine ziemlich große Runde gemacht und ich habe eine Abschlussfrage, die frage ich eigentlich immer, nämlich, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben könntest, also einen Gedanken oder ein Gefühlssamen, wie so ein kleines Samenkörnchen, was du ihnen so mitgeben kannst, was reifen kann und wachsen kann, was wäre das? Also im Zusammenhang mit diesem ganzen Trauerprozess war ein Satz mir sehr wichtig, den ich erst viel später verstanden habe. Aber das war was, was ein Freund von uns direkt am Grab gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, traut euch weiter zu lieben. Aha. Und später ist mir das dann aufgegangen, dass es eben nicht nur das Lieben so im herkömmlichen Sinne, einen anderen Partner und so weiter gemeint hat, sondern dass es auch die Liebe zum Leben meinte und damit letztendlich sowas war wie traut euch weiter zu leben. Und das ist was, was nicht nur für Trauernde eine gute Idee ist, finde ich, sondern überhaupt für Menschen in schwierigen Situationen, sich zu trauen, weiter an das Leben und an die Liebe und ja, diese ganzen vielen schönen Wunder dieser Welt zu glauben. Mhm. Weil nur wenn ich dran glaube, dann kann ich sie auch sehen und erleben. Ja, ich habe hier einen Goethe-Spruch hier um die Ecke zurückkleben, der heißt, Lieben belebt. Genau. Das finde ich auch sehr schön. Ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Part jetzt auch schon mal gesagt hatte, Daniela hat ein Buch geschrieben und vielleicht, was, wenn ich das jetzt kaufe und lese als betroffene Familie, was kann ich daraus lernen? Also für wen empfiehlst du das vielleicht besonders? Dass wir da nochmal drauf kommen, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich hatte so die Idee, ich erzähl mal, wie ich das gemacht habe und ermutige damit vielleicht Menschen in einer ähnlichen Situation, das Ganze selber gut in die Hand zu nehmen. Also dadurch, dass die lesen können, was alles so möglich ist, dass die vielleicht inspiriert werden. Ich hatte auch die Idee, dass das Buch so ein bisschen ein Fundstück ist für andere Quellen noch, wo man weiterlesen kann. Also hab genau, da also das heißt, du gibst da auch so ganz praktische Sachen weiter. Also Literatur oder also eben auch was die kommen so indirekt, gibt es da Literaturempfehlungen, indem ich Zitate habe einfließen lassen, die ich gut fand, die mir gut gefallen haben und am Ende gibt es dann halt ein Literaturverzeichnis und dann kann man nachlesen, von wem das Buch war. Das war so ein bisschen, wie ich mich selber da auch durch diese Zeit gehangelt habe. Ja. So von Buch zu Buch, von Empfehlung zu Empfehlung. Also wenn man da, wenn das für einen so ein Zugang ist, auch übers Lesen, über das Eintauchen in andere Schicksale oder ja auch auf der theoretischen Ebene zum Teil, dann wird man da auf jeden Fall fündig. Und ja, ich freue mich, wenn ich die Rückmeldung kriege, dass es für die Menschen eine große Ermutigung ist, zu hören, wie man damit umgehen kann und tatsächlich auch so, dass die Ideen bekommen oder überhaupt anfangen, sich damit zu beschäftigen, na, wie würde ich das denn machen? Oder hätte das jetzt für mich gepasst? Oder, ach, ist ja ein interessanter Gedanke. So. Sind da auch so ganz praktische Dinge dabei? Also weiß ich nicht, was vielleicht bedeutungsvoll ist, wie man sich in der Klinik mit Ärzten oder mit Bestattern oder mit so, sind so ganz pragmatische, lebenspraktische Sachen da auch, spielen die da eine Rolle oder weniger? Also ich bin ja selber ein sehr pragmatischer Mensch, ne? Und ich beschreibe ja in dem Buch, in den E-Mails immer nur, was ich gemacht habe. Das waren ja dann auch alte Dinge. Das waren dann so Sachen, genau, das Buch fängt erst an, als Marlene aus der Klinik entlassen wird, also die ganze Zeit vorher, die habe ich nicht mit in den Blick genommen, weil ich einfach gedacht habe, es gibt
da genug Bücher, die sich damit beschäftigen, sondern mir war das wirklich wichtig, so eine, diese Zeit, also die ersten 2 Jahre nach dem Tod von Marlene, wie es mir da gegangen ist, wie ich das erlebt habe, was ich eben auch als hilfreich erlebt habe. Ja. Okay. Das ist darin beschrieben und da kann dann eben jeder für sich gucken, ob da was dabei ist. Ne? Ja, das wird auf alle Fälle mit in den Shownotes dabei sein. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, weiter alles Liebe, alles Gute und dass viele Menschen auch von deinem Wissen, sowohl durchs Buch als auch in deinen ja, vielleicht Ritualen, Übergangshandlungen, in den Supervisionen und wo sie dir überall begegnen, daraus auch schöpfen können. Ich glaube, es ist ein riesengroßer Schatz. Ja, und wie war der Satz nochmal? Traut euch zu lieben. Traut euch weiter zu lieben. Traut euch weiter zu lieben in diesem Sinne. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Tschüss. Ja, ich hoffe sehr, du konntest für dich aus dieser Folge etwas mitnehmen, etwas, was dir in deinem Leben hilft. Ein Gedankenanstoß, ein Impuls, vielleicht etwas Tröstliches oder was auch immer es war, möge es gut in dir wirken. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du die Folge weiterempfiehlst an Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, sei es aus persönlicher Betroffenheit. Da muss man natürlich gucken. Ich gehe mal davon aus, wenn jetzt jemand gerade ganz akut betroffen ist, will er nicht noch die Geschichten vielleicht von anderen hören. Aber ich denke, du wirst ein Gefühl haben, wo das vielleicht gerade richtig angesiedelt ist und wo es auch zu viel oder übergriffig wäre. Aber ich denke, es ist eben auch wirklich wichtig für Menschen, die im erweiterten Umfeld mit diesen Themen zu tun haben oder auch Fachpersonal, Ärzte, Schwestern, also alle Leute, ja, die mit dem Thema Tod und Sterben und Trauer auch von Kindern und dem Umgang mit den Eltern zu tun haben. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du es weiterempfiehlst. Und es gibt ja auch eine Menge andere Folgen. Da kannst du natürlich auch gerne reinhören. Und die können auch gerade, wenn du selber in einer schweren Zeit bist, können dir auch helfen, wieder so gut für dich selber zu sorgen, zu dir zu finden, dann, wenn du eben gerade das Gefühl hast, das ist richtig für dich. Also, und schreib gerne Kommentare, Nachrichten, Fragen, wie auch immer. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich mitkriege, wer ihr seid, wer da auf der anderen Seite zuhört. Ja, und ich schließe mit dieser Folge heute. Wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir einen guten Übergang in den November. Ich bin gerade noch am Überlegen, was ich jetzt die Woche danach mache. Ich habe so verschiedenste Ideen. Es wird ja wieder eine Solo-Folge werden. Also lasst euch mal überraschen. Ich bin noch etwas unentschieden, aber es wird mir schon was einfallen. Also viele herzliche Grüße, alles Liebe, alles Gute für dich. Deine Petra. Tschüss.